Ja, die Bierkästen sind auf. Ich bin heute Morgen schon mal durch die Straßen gegangen, habe mir schon mal angeguckt, was hier zumindest in der Innenstadt zu sehen ist. Die ganzen Lokale, die können, haben praktisch bestuhlt nach vorne, der Doniesel und der Wörner zum Beispiel. Die gehen viel, viel weiter in die Straßen rein. Die Stadt hat denen erlaubt, die Freischrankflächen im Rahmen des Möglichen, also so, dass kein Auto oder was auch immer behindert wird, zu erweitern. Aber manchmal geht es halt nicht weiter. Hier der Tambosi, da war ich gerade drin, habe mit dem Wirt gesprochen. Der hat gerade mal so 5% mehr Fläche gekriegt. Also er hat vorne ein bisschen nach links, ein bisschen nach hinten. Und alles hinten im hinteren Bereich, der schöne Biergarten, den darf er gar nicht erweitern, weil da ist nämlich der Staat, die Schlösser- und Seenverwaltung zuständig, und die gibt nichts. Denen ist wurscht. Und glauben Sie, die Pächter oder Biergärter und die Besitzer, die werden das überleben jetzt noch eine Weile? Oder können die überhaupt lukrativ arbeiten? Funktioniert das überhaupt? Also der Pino von dem Tambosi hat mir gerade erzählt, diese Woche ist ja erhofft, dass er schönes Wetter hat, weil hier draußen hat er immer noch 200 noch was Plätze im Garten und vorne auch noch welche. Aber wenn er das Lokal aufsperren darf nächste Woche, hat er, ist relativ groß, nach den derzeitigen Bedingungen, Möglichkeiten gerade mal 22 Personen, die er bedienen kann. Das rechnet sich eigentlich überhaupt nicht. Da oben sind eigentlich die teuren Plätze. Das heißt, er hofft jetzt eigentlich nur noch auf schönes Wetter. Ich habe mit dem Pino auch mal geredet. Er hat ja damals gesagt, er muss bis zum 20. oder 25. des Monats arbeiten, dass seine Pacht reinkommt. Ja. Wie macht das so? Wie geht das? Das weiß ich nicht. Das musst du ihn selber fragen, weil der hat bestimmt irgendeinen Deal mit dem Staat, obwohl der sich, was man so hört, nicht unbedingt so besonders freigebig zahlt. Da ist die Stadt offenbar ein bisschen kulanter. Und wie sehen Sie die Chance für die kleineren Biergärten, die etwas vielleicht 60, 80 Plätze haben? Ich war gerade am Viktualienmarkt, habe mir mal angeguckt, was der Hochreiter gemacht hat. Der hat statt dieser normalen Biertische, wo dann so 6, 8 Leute dran sitzen, hat er jetzt lauter kleine Garnituren drin, wo in der Regel 2 und manchmal auch 4 also sitzen. Den Steirer nebenan haben die gleich zugelassen und die werden halt nur Bedienung machen. Und es ist ganz spannend. Ich habe es auch drüben gerade gesehen, da werden dann die Kärtchen ausgefüllt. Und ich hoffe, das geht alles mit dem DSGVO gut. Da möchte ich nicht wissen, wie das geht. Also ganz ehrlich, wie wird es jeder selber machen, wenn er mal Adressen in die Hand guckt, der guckt doch mal drauf. Ne? Wir wollen mal alle davon ausgehen, dass das alles nur positiv beobachtet und dann sofort entsorgt wird. Kriegst du irgendwann den Newsletter von den Kneipen, oder? Wissen wir jetzt nicht so ganz. Also wenn das anfängt, dann weiß ich, man kann das ja auch mal mit einem falschen Buchstaben oder so versuchen zu verifizieren, oder wenn man dann plötzlich Frau reinschreibt. Und dann was glauben Sie, wie lange geht diese ganze Geschichte hier noch? Ich hoffe ja, dass das bis Mitte, Ende Juni, wenn das alles so weiterläuft wie jetzt und wenn die Leute sich auf den Demos, wo ich ja auch jede Woche zuschaue, sich nicht angesteckt haben, wie man spricht ja in Madrid davon, dass diese Frauentagsdemo am 6. März eigentlich der große Ursprung der ganzen spanischen Madrider Pandemie gewesen ist. Mitte, Ende Juni, denke ich mir mal, wird es soweit sein, dass man das machen kann. Die Schausteller fangen ja auch schon an mit so Kleinigkeiten. Ja, der Christian Schottenhammel im Paulaner-Keller will wohl jetzt Stände zulassen. Aber ob das jedem hilft? Ich habe gerade eben gesehen, noch der Paulaner im Tal soll Insolvenz angemeldet haben, schreibt heute die Süddeutsche. Der Hofer Stadtwirt hat gleich zugemacht, weil in dem Fall der Vertrag wohl im Oktober sowieso auslief und ist für ihn viel zu teuer gekommen. Wäre das Ding jetzt noch umzustellen auf Corona-sicher für 2 Monate, die er dann noch Wirt ist. Und ich glaube, die Brauerei freut sich, das kann sie dann schneller umbauen für den nächsten Wirt. Ganz kurz noch offiziell der Name nochmal. Kennt Sie aber? Martin Schmitz, ganz München. Kannst du mal sagen, weil wer selber praktisch mal, gehst du jetzt selber 5 im Biergarten oder was? Oder gehst du halt an den Biergarten? Ja, wie gesagt, ich mache jetzt schon meine erste Tour, habe drüben schon meinen Kaffee erstmal getrunken. Also die richten gerade noch die Plätze im Biergarten ein, aber man könnte sich schon reinsetzen, wenn man wollte. Die haben eine reduzierte Karte. Also ich freue mich schon auf mein erstes Spargelessen dort. Da habe ich. Heute wahrscheinlich, ja. Von wann gehst du zum Beispiel in den chinesischen Turm? Gehst du auch in den Biergarten, weil der ziemlich groß ist? Ich werde nachher mal schauen. Ich mache jetzt erstmal meine Tour, nachdem ich heute Morgen hier in Hofstadt und in einigen anderen Sachen, die auch Gastronomie auch innerhalb des Einkaufszentrums haben oder jetzt auf dem Marienplatz. Ich schaue mir gerade mal an, was da alles passiert. Mein nächster Weg ist jetzt natürlich zum Viktualienmarkt. Ich habe mir das gestern angeschaut, als es noch leer war. Und jetzt schaue ich mir an, wie es voll ist und ob es schon übervoll ist. Also ich kann mir vorstellen, das wird heute noch ein Ran. Bei dem Wetter. Okay.